Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Eine neue Aufnahmesession ist mit dabei, heimlich, still und leise. Ihr seht es schon im Hintergrund, Khaleesi. Und wir sind immer noch in Orsinium. Wir haben die letzte Quest hier, der Zorn eines Königs. Wir sollen mit dem König sprechen. Und ich hoffe und bete, dass danach Schluss ist hier in Orsinium. Also, dass es jetzt noch ein abschließendes Gespräch stattfindet und er uns dann in die Freiheit entlässt, dann wäre die nächste Station für uns nämlich die Steinfälle. Da wollen wir dann questen gehen und freuen uns schon unheimlich auf grünes Gebiet, Bäume etc. pp. Zwischen den Folgen ist jetzt noch einiges passiert. Ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge schon war. Ich habe endlich mal meine Fähigkeitspunkte vergeben. Habe also jetzt die für meine Klasse empfohlenen Skills aktiviert. Ein paar fehlen noch, die kann ich wohl erst mit Level 50 freischalten. Ziemlich deprimierend, aber nun gut. Dann war ja Freitag der 13. Und da gab es ein Shop-Event hier bei Elder Scrolls. Ihr konntet zwei Mounts kaufen. Eins mittlerweile nicht mehr, das andere ist noch da. Das zeige ich euch auch direkt. Es war der Schattengeist-Guar. Wir gehen mal eben kurz auf die Vorschau. Zack, da ist er. Ist jetzt nicht meins, ist zwar ein schönes Mount, aber nichts für einen Explorer. Nein, der Explorer hat das zweite Mount gekauft, was nicht mehr zu haben ist. Und Asche über mein Haupt. Wir haben einen Hirsch. Geht ja jetzt stramm auf Weihnachten zu, passt ja. Er guckt zwar ein bisschen böse mit den roten Augen, aber nun gut. Ja, der Preis war, wenn ihr es denn bar bezahlen wolltet, um die 35 Euro. Hätte ich also niemals im Leben bezahlt. Wir hatten aber ja Kronen angespart. Und eigentlich wollte ich jetzt im Oktober mir ja mein Eigenheim holen. Das fällt aber erstmal jetzt flach und das passiert dann erst im November. Ich habe zwar jetzt die Tage nochmal Kronen dazu gekauft. Wir brauchen aber insgesamt 7200. Das heißt, nächsten Monat, wenn das Abo wieder abgebucht wird, kriegen wir wieder 1500 Kronen. Und dann können wir uns unser schniekes Heim holen, möbliert. Wir können es jetzt schon unmöbliert kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich da die Zeit verfinde, da jetzt die Möbel reinzusetzen, beziehungsweise da alles zu farmen. Ja, das war es soweit. Wir sind, wie gesagt, noch in Orsinium und wir müssen mit dem King reden. Und ich würde sagen, da marschieren wir mal direkt hin. Eben auf die Karte launchen, wo der ist. Alles ja direkt hier in der Nähe, wunderbar. Dann, es ruckelt irgendwie heute. Kann sein, dass mein Internet spackt. Auch dieses wird beim Explorer dieses Jahr gefixt. Wir werden von Unity Media wechseln. Wir gehen zur Telekom. Aber das wird leider erst am 1. Januar geschehen. Leider Gottes. So lange müssen wir noch durchhalten. Also du da draußen nicht. Du hast ja perfektes Internet. Aber bei mir ist das ziemlich kacke mit den Herrschaften von Unity Media, wenn man das so sagen darf. Mehr schlecht als recht, sagen wir mal so. Der Palast des Orkkönigs, auch bekannt als Feste Orsinium. Es wurde. Wundert mich eigentlich, dass er jetzt hier ist und nicht mehr in seiner Kneipe. Die letzten 100 Folgen war er immer in seiner Eckkneipe, hat da gesessen und nur gesoffen und gefressen. So, König Kurok. Habt ihr euch jemals diese Statuen angesehen? Ich meine, so richtig angesehen. Legenden, die man in Bronze gegossen und in Stein gehauen hat. Hunderte Arbeitsstunden. Wahrscheinlich von Leuten gefertigt, die keine Ahnung hatten, was sie da schufen. Und zu welchem Zweck, meint ihr? Um sie zu ehren und ihrer zu gedenken, Frage. Und wer entscheidet darüber, wen wir ehren und wem wir gedenken? Die Sieger natürlich, denn sie schreiben die Geschichte. Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Niemand gedenkt der Verlierer. Sie haben für das gekämpft, woran sie glaubten, und sind daran gescheitert. Daher vergisst man sie. Worauf wollt ihr hinaus? Für die Besiegten ist das nicht die Statue eines Helden. Es ist ein Tribut an einen Tyrannen. Viele sehen mich auf die gleiche Weise als einen Tyrannen, der den Leuten seine Ideen aufzwingt. Sie sagen, ich wäre auf einem Irrweg, dass ich die Orsima vernichten werde. Sie wollen alle gegen mich wenden. Oh Gott, die Frage will ich eigentlich gar nicht stellen. Hat sich schon jemand gegen euch gewendet? Ich erhalte Berichte. Dinge, von denen meine Berater meinen, ich müsste sie wissen. Ein Bericht behauptet, die Waldelfin würde Umgang mit Basrak pflegen. Als zwei meiner Späher sie zur Rede stellen wollten, hat sie sie beide getötet. Ich mache mir Sorgen, dass Basrak Evely gegen uns gewandt hat.
Ihr glaubt also, Evelie Scharfpfeil ist eine Verräterin? Evelie unterstützt meinen Feind. Die Waldelfin hat sich für die falsche Seite entschieden. Ich mache mir Sorgen, dass ihr ihrem Beispiel folgen könntet. Doch ich muss mich auf eine Volksversammlung vorbereiten. Stimmt. Ich habe meinen Teil dazu gesagt. Falls ihr Evelie seht, erwarte ich, dass ihr das Richtige tut. Ja, okay. Die Volksversammlung, stimmt, die hat ja auch noch nicht stattgefunden. Oh je, oh je. Ja, dann gucken wir mal, wo Evelie ist. Das Schnuckelchen. Nach diesem dezenten kleinen Ladebildschirm. Ja, heute ist ja Montag, der 16., wo wir das aufnehmen. Morgen ist Dienstag, der 17. Und dann kommt Elex. Seid ihr? Ja, ich... Nein. Natürlich. Ich habe eine Nachricht für euch. Was? Was für eine Nachricht? Ich dachte mir, dass ihr das seid, als ich euch die Feste betreten sah. Aber ihr wart so lange da drin, ich fing schon an zu glauben, ihr würdet nicht mehr zurückkommen. Es ist gruselig, nicht wahr? Malakat dies und Trinimak das und all dieses Gerede über Verräter am Hof. Ja, kommt zur Sache. Richtig, richtig. Eine kleine Waldelfin gab sie mir. Sie hat euch haargenau beschrieben und mich gebeten, euch diesen Brief zu überstellen. Ich bin nicht sicher, warum sie ihr Gesicht unter einer Kapuze verbarg oder warum sie mit einem komischen Akzent sprach. Bin aber auch noch nicht allzu vielen Waldelfen begegnet. Von daher... Hat sie sonst noch etwas gesagt? Das hat sie wohl, auch wenn es für mich keinerlei Sinn ergab. Sie sagte, der Brief selbst wäre nicht wichtig. Sie meinte, was wirklich zählen würde, wäre der Anfang eines jeden Gedankens. Vielleicht versteht ihr das ja, ich tue es nämlich nicht. Okay, wir sollen jetzt den Brief in unserem Inventar lesen. Dann schauen wir mal, wir gehen ins Inventar und auf Questgegenstände und da ist die Nachricht und die benutzen wir. Abgeschlossen. Lest den Brief in eurem Inventar, fragt euch nach weiteren Informationen, entschlüsselt den Brief, um Evelie zu finden. Wir lieben dich, kleiner Ischater, wir lieben dich so sehr. Sind deine allerbesten Freunde, Gefährten und noch mehr. Im Wesentlichen bist du ruhig, gelassen und beliebt. Gasthaus wie Wohnstube sind froh, dass es dich gibt. Versteckter Makel ist dir fremd und du hast dir immer Raum in deinem Herzen, der lieben sanften Schimmer. Geheime Schätze beschützt du vor Dieben. Worte können nicht sagen, wie sehr wir dich lieben. Vertraut diesem edlen Tier, das sage ich allen. Niemand will es bösen, will jedem gefallen. Okay, ich kann mit dem Rätsel jetzt überhaupt nichts anfangen. Aber... Wisst ihr, wenn ich so darüber nachdenke, ist die Nachricht vielleicht irgendwie verschlüsselt. Ja. Hey, vielleicht könnte jemand in der Magiergilde euch bei der Entschlüsselung helfen. Also, falls ihr da irgendwelche Hilfe braucht, meine ich. Kennt ihr irgendwen, der den Code entschlüsseln kann? Nun, vielleicht. Wenn wir es denn wirklich mit einer versteckten Botschaft und nicht nur mit irgendeinem Schreckengedicht zu tun haben. Ich habe deine Freundin, sozusagen, sie heißt Kalina. Sie ist gerade erst bei der Magiergilde eingetroffen und die schlaueste Person, die ich kenne. Sie könnte euch vermutlich helfen. Okay, dann müssen wir zur Magiergilde. Wollen wir das mal machen? Oh Gott, ich glaube, wir kommen hier niemals weg. Wir kommen hier niemals weg. Aber solange jetzt alles innerhalb der Stadt passiert, ist okay. Ich hoffe nur nicht, dass die Herrschaften uns nochmal in die Walachei schicken hier. Obwohl, dürfte eigentlich nicht passieren, weil wir haben ja alles durch. Wir haben alles durch. Alles erkundet, alles gequestet. So, die Magiergilde, die waren wir noch gar nicht. Da können wir noch ein paar Bücherregale bestimmt lesen. Im Schnellverfahren, versteht sich. Hallo, Kalina? Ihr könnt mir klauen. Ich guck nur mal rein. Nur mal nur gucken. Gucken kostet ja nichts. Ist keiner böse drüber. Bücherregale sieht aber schlecht aus. Hier vielleicht oben. Oh ja. Okay. Okay, es sind immer nur riesen Bücherregale, aber es ist nur ein Buch, was wir lesen können. Schade. Da ist nix. Dann gehen wir mal hier drüben gucken. Böse. Tragbarer Nachttopf. Will doch keiner. Bilderrahmen aus Zinn.
Nein, ich will... Nein, ich will doch gar nicht klauen. Ich wollte nur... Ihr seid nun verrufen, okay. Mann, ich lern's noch irgendwann. Aber da in dem Stadium passiert, glaube ich, noch nichts. Zumindest nicht hier drin. So, dann haben wir hier noch ein Bücherregal. Dann haben wir das. Da können wir runter, ne? Ja. Dann wollen wir mit Kalina reden. Die hübsche Kalina. Wir sind hier recht beschäftigt, wie ihr sicher selbst sehen könnt. Wir haben diese Gildenhalle vor kurzem auf Einladung des Königs eröffnet. Wenn er uns jetzt noch eine angemessenere Unterbringung zuweisen könnte. Könnt ihr mir beim Entschlüsseln einer Nachricht helfen? Eine verschlüsselte Nachricht? Ihr meint wie bei Spionen und so? Ja, das meine ich. Sowas werde ich üblicherweise nicht gefragt. Reagenzien, Seelensteine, Zaubersprüche. Für gewöhnlich ist das eher mein Fachgebiet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eine große Hilfe sein kann, aber ich habe vielleicht einen kleinen Rat anzubieten. Dann lass mal hören. Verschlüsselte Botschaften, falls das hier denn tatsächlich eine ist, weisen immer gewisse Muster auf. Die Botschaft als Ganzes, oder in diesem Fall das Gedicht, bedeutet in der Regel gar nichts. Die echte Nachricht steckt in den kleinen Teilen. Versucht die Worte mit einem anderen Blick zu sehen. Vielleicht hilft das ja. Es muss noch etwas anderes geben, das ihr mir sagen könnt. 302 Gold. Ja, komm, was soll der Geiz? Möchtest du dieses Gold bezahlen? Ja, will ich. Eine Bestechung. Oh, von mir aus? Ich nehme sie an. Von mir habt ihr das aber nicht. Unter der Stadt gibt es einen Unterschlupf für Gesetzlose. Er ist der beste Ort, um alle möglichen zwielichtigen Charaktere zu finden. Wenn irgendwer eure Nachricht entschlüsseln kann, dann findet ihr ihn dort. Okay, das heißt, wir ziehen weiter. Wir müssen in den Unterschlupf. Ja, was ich auch zwischen den Folgen jetzt mal ausprobiert habe, war, was ja 2014 sehr gut noch geklappt hat. Wo ist denn das? Wo müssen wir da hin? Da müssen wir hin. Ups. Ich würde ja das Kopfgeld für euch bezahlen, aber... Derartige Gefallen werden von meinen Vorgesetzten gar nicht gern. Ja, es ist 56 Gold. Ich werde dich wiedersehen, mein kleiner Schneeball. Ich werde dich wiedersehen, mein kleiner... Oh, schön. Mach's gut, Honigkeks. Ja, Genau, In Häusern, wo viele Kommoden, Schränke sind, ging ja 2014, ging das ja noch. Da konntet ihr euch ein- und auslungen und dann immer wieder neu looten. Das haben sie aber mittlerweile gefixt. Ich habe das jetzt einmal hier im Tempel des Zorns in Osinium ausprobiert und es hat im Ganzen 3-4 Mal geklappt und dann war Schluss. Das heißt, die Schränke haben sich ja nicht aufgefüllt. Es kann natürlich sein, dass das dann mit der Zeit sich wieder auffüllt, dass ihr quasi eine halbe Stunde warten müsst. Aber so wie früher geht leider nimmer. Hab dann aber auch 2 Bücher gefunden. 2 blaue zwar nur, aber immerhin. Aber nichts Güldenes. Der Osinium-Unterschlupf. Durch den Erwerb der digitalen, ja, die kaiserlichen. Oh, der hat aber einen schicken Bart. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Müssen wir hier durch? Ja, da müssen wir durch. Was willst du denn, Quen? Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung vorzubeugen, ja, wir teilen die Gewinne gerecht auf. Und nein, in diesem Punkt gebe ich kein Stück nach. Auftrag? Was für ein Auftrag? Wollt ihr damit sagen, ihr seid nicht wegen der Bekanntmachung hier? Lasst es mich erklären. Ich brauche einen Partner. Achso, das ist das mit dem Kopf. Nee, das will ich nicht machen. Habe ich keine Lust drauf. So, ich will zu Watzi, Flinkkralle. Hallo, Watzi. Hör zu. Ja. Diese ist vollkommen unschuldig. Okay. Für Orks sehen alle Khajiit gleich aus, ja? Und ich war vorhin gar nicht in der Stadt. Nein. Und vor allem war ich nirgendwo auch nur in der Nähe des Marktplatzes. Glaube ich dir. Diese ist nicht die, nach der ihr sucht. Nein, auf keinen Fall. Es schert mich nicht, was ihr gestohlen habt. Ich suche jemanden, der mir beim Entschlüsseln einer Nachricht hilft. Codes und Geheimsprache. Das ist gewissermaßen das Fachgebiet von dieser. Ihr seid an der richtigen Adresse, mein Freund. Zeigt die Nachricht mal her. Ihr bekommt sogar einen Sonderpreis, weil ich heute den ganzen Tag noch nicht verhaftet wurde. Ja, aber. Mir wurde gesagt, das Gedicht wäre nicht wichtig. Was zählt, ist der Anfang eines jeden Gedanken. 302 Gold. Ja, komm. Interessant, aber ausgesprochen offensichtlich.
Und um das zu entschlüsseln, habt ihr wirklich die Hilfe von dieser gebraucht? Ja, hab ich. Es gibt nicht einmal irgendwelche geheimnisvollen Symbole oder komplexe Muster. Das ist so simpel, dass ein nüchterner Nord darauf käme. Nichts für ungut. Ja, ist ja gut jetzt. Sag mir einfach, was da steht. Nein, nein. Wenn diese die Lösung einfach so hinausposaunt, habt ihr nicht das Geringste gelernt. Es ist besser, jemand bringt euch das Jagen bei, anstatt euch ein belegtes Brot zu geben, ja? Der Anfang eines jeden Gedankens. Schaut euch das erste Wort jedes Satzes an. Dann wird euch alles klar. Okay. Das erste Wort eines jeden Satzes. Wir sind im Gasthaus, versteckter Raum, geheime Worte, vertraut niemandem. Ja, danke. Oh. Ohne Worte. Wir sind im Gasthaus. Ja dann, gehen wir zum Gasthaus. Es ist nur die Frage. Welches Gasthaus? Aber ich glaube, hier gab es ja nur eins, ne? Mal gucken. Wir sind im Gasthaus, geheimer Raum. Schauen wir auf die Karte. Das ist aber jetzt ein langer Ladebildschirm hier. Okay. Was sagt die Karte? Zeigt er uns das jetzt auch an hier? Nee, ne? Also hier in dem... Ja gut. Er zeigt es uns an. Dann... Kommen wir hier durch? Nee, kommen wir nicht durch. Ne? Müssen wir unten rum. Mit dem Hirsch. Explorer, du Hirsch. Ja, Berufe, Quests muss ich auch noch machen. Das mache ich aber dann nach der Aufnahmesession heute. Musste da sogar mal im Auktionshaus kaufen. Im Gilden-Auktionshaus musste ich Geld ausgeben für Flachs. Ich hatte nämlich keinen Flachs mehr. So. Da sind wir auch schon. Zum Gierwanz. Haben wir das Bücherregal hier schon gelesen? Egal. Sonst ist ja hier keins, ne? Ich denke mal, wir müssen runter. Oder ist die hier oben? Hier oben. Der nächste Hinweis. Mulza. Die verdammte Volksversammlung. Erst lädt der König Fremde ein und dann auch noch sowas. Kein Wunder, dass wir keine Zimmer mehr zu vermieten haben. Aber unten gibt es mehr als genug zu essen und zu trinken. Also könnt ihr gerne runtergehen und euch an den Ausschank wenden. Ich suche meine Freunde, eine Waldelfin und ein paar Orks. Eine Waldelfin und zwei Orks? Klingt wie die erste Zeile eines schlechten Scherzgedichts. Entschuldigt, wir sehen hier nicht so viele kleine Elfen. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Ich verstehe, Orks riechen nicht. Zumindest habe ich das gehört. Ach, Verzeihung. Ich durfte nichts preisgeben, solange ihr noch nicht die richtigen Worte gesprochen hattet. Nehmt die Treppe nach unten in den Lagerbereich. Schaut euch nach einer Öffnung in der Wand um. Sie führt zu unseren abgeschiedensten Räumen. Gut, die Geheimkammer. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Wir sind schon bei 19 Minuten fast. Dann machen wir hier einen Cut, würde ich sagen. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.